Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute schauen wir uns ja den großen Stapel mit Neuzugängen aus April an. Ich würde jetzt nicht sagen, ich bin erschrocken oder entsetzt. Nein, das bin ich nicht. Es sind 20 neue Bücher und ihr habt es ja auf dem Thumbnail auch schon gesehen, dass so der Vorsatz, es wird diesen Monat etwas weniger. Ja, es hätten natürlich auch 100 Neuzugänge sein können, da war ich dann natürlich gut, aber ja, also es sind definitiv schon gefühlt ein bisschen zu viele Neuzugänge bei mir eingezogen, aber ich freue mich auf jedes einzelne Buch. Ein paar davon sind auch schon gelesen und waren dann zum Beispiel auch der Anlass für den nächsten Neuzugang. Sowas setzt sich dann ja durchaus gerade auch bei Reihen immer ein bisschen in Gang, aber ja, ich denke, wir widmen uns den Büchern. Es sind 13 echte Bücher, die auch neben mir liegen. Es sind 5 E-Books eingezogen und 2 Hörbücher. Gefällt mir vom Schnitt, ist ganz okay. Ich bin ja sonst immer gern so ein bisschen für mehr digital als haptisch, aber in dem Fall waren auch, glaube ich, eine Rebuy-Bestellung dabei und noch eine Menge Exemplarbestellung. Ich habe über Tauschticket Bücher ergattert und ich habe auch 1 oder 2 Bücher geschenkt bekommen. Dementsprechend da sagt man dann natürlich auch nicht nein. Wir starten auch direkt mit der Rebuy-Bestellung. Ich habe dort bestellt, weil ich für meine Schwester zum Geburtstag eine Serie, sozusagen mehrere Staffeln, ihr geschenkt habe und es da zum Anlass genommen habe. Ach, hier sind doch 2 Bücher, die du auf der Wunschliste hast, die bestellst du einfach mal mit. Und das erste Buch ist Die Knochendiebin von Margaret Owen. Hier hat mich die liebe Katrin von Dragon Stories total angefixt. Ich packe ihr Video, wie auch alle Bücher, unten in die Infobox. Schaut da auch gerne mal vorbei. Und ja, sie hat da eine Einzelrezension, wenn ich mich recht erinnere, auch hochgeladen und hat mich so, ja, wirklich angefixt mit dieser Dilogie, dass es auf der Wunschliste gelandet ist und dann bei Rebuy auch relativ günstig der erste Teil zu haben war. Und optisch finde ich das vom Cover auch richtig, richtig schön. Ist aus dem Carlsen Verlag und wir haben hier eine junge Hexe. Genau, so ist das. Und es ist eine Geschichte über Verlust und Vergeltung, über Verzicht und Veränderung, über den Willen zu überleben und zu lieben. Und ich bin in großer Fantasy-Stimmung und ich hatte da einfach große Lust drauf und freue mich da definitiv auch, das Buch dann zu entdecken. Wie gesagt, ihr Video packe ich mal in die Infobox, schaut da gerne mal vorbei. In der gleichen Bestellung ist dann ein Sachbuch bei mir eingezogen, wo ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnere, wie bin ich auf dieses Buch gekommen. Und zwar ist das von Daniel Kahneman, je nachdem, ich glaube, man müsste es Englisch aussprechen, Schnelles Denken, Langsames Denken. Und er hat, glaube ich, sogar genau den Nobelpreis für Wirtschaft bekommen. Ich hatte es ein ganzes Stück jetzt auf der Wunschliste. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich dazu gekommen bin. Es ist eines der wichtigsten Bücher unserer Zeit. Und wir haben hier eben ja die Thematik, wie treffen wir Entscheidungen, warum zögern wir, warum ist das ein überlebensnotwendiger Reflex und warum ist es auch manchmal so schwer zu wissen, was uns in der Zukunft glücklich macht. Und ja, er ist Nobelpreisträger und einer der einflussreichsten Wissenschaftler unserer Zeit und er zeigt anhand ebenso nachvollziehbarer wie verblüffender Beispiele, welchen mentalen Mustern wir folgen und wie wir uns gegen verhängnisvolle Fehlentscheidungen wappnen können. Und ich bin irgendwie über dieses Buch gestolpert und es ist mir scheinbar nicht mehr aus dem Kopf gegangen und jetzt war es eben auch günstig bei Rebuy zu haben. Und es ist natürlich ein ganz schöner Klopper, ist definitiv was mal für ein heißes, sommerliches Wochenende im Garten. Und ja, ich freue mich drauf. Ich finde es nach wie vor super spannend und ja, manchmal muss man einfach zugreifen, wenn man es günstig dann erwischt, wo man etwas schon länger auf der Wunschliste hat. Dann ebenfalls, ich weiß gar nicht mehr, von wem das eine Empfehlung war, und zwar Flammenwüste von Akram El-Bahai habe ich auch irgendwo auf BookTube entdeckt. Und ich habe aber nicht mehr herausfinden können, wer davon geschwärmt hat. Ist, glaube ich, auch eine Reihe. Ist das eine Trilogie? Ich glaube schon, es ist ein spannender Fantasy-Epos. Und es hat mich total angesprochen und dann landete es auf der Wunschliste und war dann eben auch bei Rebuy zu haben, ist von der Optik richtig, richtig schön. Ich mag Fantasy mit Drachen und ja, es heißt hier so schön, der Wind flüstert es, die Wüste wispert ihre Namen, die Menschen zittern und die Flammen singen ihr Lied, die Drachen sind zurück. Ja, spricht mich total an. Ich weiß jetzt nur gar nicht, ob das eine Trilogie wird, ich vermute mal, ich glaube auch schon, dass es den zweiten Band, glaube ich, den habe ich auch schon gesehen,
Genau, der zweite Teil ist dann die Gefährten des Drachen und dann kommt noch der feuerlose Drache und ja, so drei Bände und es geht über vergessene Drachen, verlorene Magie und lebendige Märchen und ja, klingt spannend, freue ich mich drauf. Ich habe von dem Autor noch nichts gelesen. Ich weiß auch gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang ich zu dem gefunden habe. Es ist, er ist Kind eines ägyptischen Vaters und einer deutschen Mutter. Und ich habe es ja sehr in meinem Herzen mit dem Land Ägypten, mit Afrika als Kontinent und eben auch Ägypten, ein Land, was ich schon sehr oft bereist habe. Und irgendwie musste ich jetzt die Flammenwüste haben. Und ich liebe ja auch Wüsten. Von daher schauen wir mal, was hier ich dann auch zu erwarten habe. Dann ist eingezogen A History of Us vom ersten Moment an von Jen DeLuca als Hörbuch, war auch früher schon erhältlich, als es dann das Taschenbuch zum Beispiel gegeben hat. Also die haptische Form hat etwas auf sich warten lassen. Für mich war dieses Buch, was ja, ja in einem, auf einem Mittelaltermarkt spielt und ja auch eine Liebesgeschichte mit dabei hat, ja im Grunde so ein bisschen mal wieder was in Richtung Wohlfühlbuch und danach war mir dann auch direkt Anfang April, ich habe es auch gefühlt direkt gehört und mir hat diese Atmosphäre wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also dieser Kreis an Menschen, der auf dem Mittelaltermarkt arbeitet, auch die Leute, die das besuchen gehen, auch die Leben so drumherum, die Schicksalsschläge, mir hat dieses Buch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich fand auch die Vertonung sehr gelungen, hat mir auch viel Spaß gemacht und ich habe mich da wirklich sehr wohlig hineinziehen lassen und fand eben auch diese erwachseneren Charaktere sehr authentisch, sehr echt und das hat mir einfach sehr gut gefallen. Also es war eine schöne, langsame Geschichte und ja, ich freue mich jetzt auch auf den zweiten Band. Dann sind eingezogen Krisha 2 und 3 von Leigh Bardugo. Einmal Eisige Wellen und Lodernde Schwingen. War fast zu erwarten, dass die als E-Book dann bei mir einziehen werden, weil ich ja Band 1 sehr gefeiert habe und überhaupt auch die Trilogie großartig finde. Und dann sind diese beiden Bände nach und nach eben auch bei mir eingezogen, weil hier ja die Hardcover-Ausgaben ja, nicht zu finanzieren sind. Also ich finde nach wie vor 80 Euro für ein normales Hardcover einfach viel zu viel. Und wenn ich mir dann vorstelle, ich müsste mir diese beiden besorgen. Aber wer weiß, vielleicht ja, ergibt sich ja da zeitnah noch was anderes. Dann ein Buch, wo ganz, ganz viele auf BookTube auch geschwärmt haben. Und zwar Die stillen Gefährten von Laura Purcell. Ein Buch, was im Fester Verlag erschienen ist und ich habe, glaube ich, aus dem Fester bisher nur diese Swansong-Reihe gelesen. Sonst habe ich, glaube ich, vom Fester, habe ich da, ist das eine Buch, diese mit den Kurzgeschichten von Joe Hill, ist das aus dem Fester? Vielleicht bin mir gerade gar nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall ist bewusst Swansong und auch der zweite Teil aus dem Fester Verlag, was ich gelesen habe. Und wir haben hier eben ein etwas älteres Setting, ich weiß gar nicht, ob das viktorianische Setting war, und kommen in ein Haus und begleiten eine junge Frau und in diesem Haus geht es nicht mit rechten Dingen zu. Das soll wohl ein recht schöner, auch eben altmodischer, das ganz positiv gemeint, so ein bisschen auch ein Grusel-Geister-Horrorbuch sein. Und ich habe sowas lange, lange, lange nicht mehr gelesen und es haben einfach wirklich 4-5 Leute vorgestellt und dann ist es irgendwann auf der Wunschliste gelandet. Und auch wenn ich die Hardcover-Ausgabe wunderschön finde, ich glaube auch mit dieser goldenen Verzierung am Buchschnitt, wenn ich mich nicht irre, wollte ich es trotzdem erstmal mit dem E-Book probieren, weil ja, man weiß ja trotzdem nicht, ob das was ist und ja, ich schaue mir das jetzt mal als E-Book an. Dann habe ich bei Lauter Bücher bestellt und auch das ist mir irgendwo über den Weg gelaufen auf BookTube. Ich weiß gar nicht, wer es tatsächlich war, ob es Leonie war. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Und das ist eine Instagram-Seite mittlerweile, die eben eigentlich einen Buchhandel hat, also einen echten Laden mit Mängelexemplaren und die jetzt eben auch zu Corona-Zeiten ja im Grunde das so ein bisschen über Social Media macht, über Instagram. Man kann sich auf dieser Seite eben auch einfach alle Bücher anschauen, die in ihren Regalen stehen. Man fragt die Bücher dann an, bekommt einen Preis genannt und kann dann sagen ja, nein oder was auch immer. Überweist dann den Betrag und bekommt dann die Bücher zugeschickt. Und ich habe mich für zwei Bücher entschieden. Zum einen die Duftapotheke von Anna Ruhr. Ein Buch, was mir auch schon bestimmt Jahre immer wieder über den Weg läuft und einfach so, so schön klingt. Und gerade weil mir auch Nevermore ja so, so gut gefallen hat, was ja auch eher in die kindlichere Richtung geht, dachte ich, wird das mit der Duftapotheke bestimmt auch ganz toll passen. Das ist das Geheimnis. Ein Geheimnis liegt in der Luft und sieht auch wirklich vom Cover wunderschön aus.
Und ich bin da sehr gespannt. Ich habe tatsächlich gar nicht mehr so die Thematik im Kopf, außer dass es eben um eine Duftapotheke irgendwie ging. Denn dort schlummern nicht nur schöne Überraschungen, sondern auch jede Menge Gefahren. Und ich weiß, dass, glaube ich, jetzt auch der letzte Band jetzt irgendwie erschienen ist oder erscheint. Dementsprechend wird es einfach Zeit, dieser Reihe eine Chance zu geben und das eben auch mit dieser wunderschönen Ausgabe. Und dann ein Cover oder ein Buch, wo ich beim Cover so ein bisschen gezögert habe, es aber einfach so, so gut klang, nämlich Moonlight Touch von Jennifer Alice Jäger. Und mir sagt der Autorenname was, ich habe jetzt aber tatsächlich gar nicht mehr nachgeschaut, welche Bücher sie vielleicht noch geschrieben hat, denn sie schreibt eben Bücher für Jugendliche und Erwachsene. Es gibt auch eine Märchenadaption, ich bin tatsächlich gar nicht mehr sicher. Es ist auf jeden Fall der Auftakt einer Reihe und ich glaube, genau, es ist ein Zweiteiler. Und den zweiten Teil, soweit ich das gesehen habe, gibt es auch schon. Und ja, es hat mich mega angesprochen und wir haben hier eben ein Königreich des Lichts und sie ist die Dunkelheit. Und wir sind hier im Palast der Hochalben und da muss Shira um ihr Leben fürchten, denn sie ist nicht nur eine gesuchte Diebin, sondern auch eine Nachtalbe, ein geächtetes Wesen der Dunkelheit. Und ja, zudem soll Shira an einem Wettstreit um den Königsthron teilnehmen. Und wenn sie das tödliche Spiel überleben will, darf sie niemandem vertrauen, vor allem auch nicht dem jungen Kommandanten. Ja, doch bald gibt es einen weiteren gefährlichen Feind, den Kronprinzen. Und ja, es klingt natürlich schon sehr jugendlich, aber ich mag es, wenn man so etwas düstere, dunklere, bösartigere ja, weibliche Protagonisten hat, die eben nicht unbedingt auf den Prinzen warten, sondern eben eher das vielleicht tatsächlich als ja, etwas nicht so Schönes empfinden. Und irgendwas hatte dieses Buch, zudem habe ich dann auch einfach mal so ein bisschen in die Rezension grob geschaut und dachte, ja, das könnte definitiv was sein, was mir gefällt. Ich hoffe, es ist nicht zu jugendlich und ich hoffe auch auf diese Dreiergeschichte, die sich ja so ein bisschen anbahnt zwischen dem Kommandanten und auch dem Kronprinzen und Shira. Das wird nicht zu augenrollend, aber ich hoffe da einfach drauf. Und ja, es sind Menge Exemplare, die aber einen sehr guten Zustand haben, lediglich haben beide einen Stempel und haben, glaube ich, jeweils knapp die Hälfte gekostet vom Original und dementsprechend fand ich das auch absolut in Ordnung. Ja, dann ist eingezogen, ach, ein Lebenslese-Highlight, was ich nur schwärmend und begeisternd erwähnen kann. Und zwar ist das Mr. Parnassus Heim für magische Begabte von T.J. Klune. Ich fand es großartig. Also ich habe es abgöttisch geliebt. Der Anspruch an das Buch, ich habe lange überlegt, ob ich es mir als echtes Buch hole. Hörst du lieber das Hörbuch? Holst es dir als E-Book? Könnte es tatsächlich ein Highlight sein, sodass du es ins Regal stellst? Und ich glaube, die Markierungen verraten, ja, es war definitiv ein Highlight. Es ist, es war zudem ein New York Times Bestseller und wir haben hier ja im Grunde einen Angestellten im Art Jugendamt, einen Beamten, der Regeln liebt, der alles liebt, was er auch an Richtlinien irgendwie weitergeben kann, der Kinderheime besucht und da eben dann überprüft, ob die Kinder, ja, ein gutes Zuhause haben in diesen Heimen und eines Tages wird er eben in das Heim von Mr. Parnassus geschickt, wo alles so ein bisschen anders ist, wo eben auch diese Art magisch begabten Kinder sind. Unter anderem soll da eben auch der Sohn vom Teufel wohnen und auch dort soll er eben überprüfen, ob das ein Heim ist für Kinder und er bekommt da so, so viel zu sehen und Regeln helfen da gar nicht weiter und auch mit seinen Richtlinien und seinen Gesetzestexten kommt er nicht mehr weiter, weil ihn da etwas erwartet, mit dem er nie gerechnet hat und ja, was auch uns hier außen von der Geschichte wirklich einfach nur berühren kann, begeistern kann, zum Lachen, zum Schmunzeln, zum Weinen bringen kann. Und man weint dann nicht nur aus Traurigkeit, sondern auch, weil es einfach so schön ist. Es ist so gefühlvoll und es ist definitiv ein riesengroßes Highlight. Und es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich es gelesen habe. Es ist definitiv ein Reread-Kandidat und ich habe das Gefühl, eigentlich muss dieses Buch jeder gelesen haben, weil es so viele Themen beinhaltet, vor allem auch Toleranz und mit sich selbst, mit anderen und wie wir miteinander umgehen und ja, ein ganz tolles und großes Buch und ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Und als ich in der Buchhandlung war, um Mr. Parnassus abzuholen, ist mir das Buch von Cornelia Funke über den Weg gelaufen, Das Labyrinth des Fauns, zusammen mit Guillermo del Toro und von ihm habe ich ja Shape of Water
also den Film geguckt und auch gehört. Ich glaube, war es im Februar oder im März, ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Und das war runtergesetzt, also auch die Preisbindung aufgehoben, ich glaube auf 7,99, wenn ich mich nicht irre. Und das war auch vom Cover einfach so, so schön, dass ich dachte, ja, muss ich lesen. Ich habe von Cornelia Funke zumindest bewusst noch nie was gelesen und ja, Asche über mein Haupt. Und es soll wohl hier tatsächlich auch um Pans Labyrinth gehen, was jetzt Cornelia Funke nochmal ein bisschen umschreibt, wenn ich das richtig gesehen habe, und sie aus diesen magischen Bildern magische Worte spinnen lässt. Und ja, da bin ich sehr gespannt. Pans Labyrinth habe ich, glaube ich, nie gesehen, sagt mir tatsächlich auch so vom Filmmäßigen nichts. Dementsprechend bin ich mega gespannt auf das Buch. Und ja, wenn das Buch gut ist, wer weiß, vielleicht schaue ich dann auch den Film einfach mal an. Ja, irgendwie ist Pans Labyrinth, glaube ich, bilde ich mir ein, an mir vorbeigegangen. Aber ja, habe in meinem Leben auch schon so viele Filme gesehen. Ja, aber es war sehr schön, da mal wieder in der Buchhandlung auch gewesen zu sein. Direkt danach, glaube ich, am Montag oder Dienstag, wurden sie dann direkt wieder zugemacht, um, glaube ich, jetzt auch wieder zum Teil irgendwie zu öffnen. Also ja, das ist alles nicht so einfach. Dann habe ich ja das neue Buch von Adriana Popescu gelesen, Zeilen ans Meer, beziehungsweise ja von Sarah Fischer. Und in dem Buch wurden 2 oder 3 Bücher erwähnt, besprochen, und bis auf ein Buch habe ich diese Bücher gekannt und zum Teil auch schon gelesen. Und ganz spannend fand ich 84 Charing Cross Road, eine Freundschaft in Briefen von Helene Hanf? Ja, richtig. Und das habe ich mir dann ertauscht bei Tauschticket. Und ja, ich muss sagen, ich weiß über dieses Buch gar nicht so viel, außer dass es da drin erwähnt wurde. Und es ist wohl eine Hymne auf die Literatur und auf die Freundschaft. Und wir haben hier auch einen Briefwechsel zwischen der klugen, schlagfertigen New Yorkerin Helen Hanf und dem liebenswerten Londoner Buchhändler Frank Dowell. Und die beiden stoßen eher durch Zufall am Ende der 40er Jahre auf die Adresse Marks & Co. Und das soll wohl eine Quelle für schwer aufzutreibende Bücher sein. Und ja, die beiden schreiben wohl miteinander. Das Buch ist 1970 erstmals in Amerika erschienen und hat Helen Hanf diese außergewöhnliche Beziehung ein Denkmal gesetzt. Und ja, ich weiß nicht viel, außer dass in dem Buch darüber gesprochen wurde. Und ich dachte, wenn Adriana einen Buchtipp indirekt über ihre Charaktere gibt, ja, es ist auch nicht dick. Also von daher ist das definitiv was, worauf ich mich sehr, sehr freue. Und ich finde tatsächlich auch diese Hardcover-Ausgabe richtig schön. Also auch optisch, haptisch, ganz toll und ja, also auch wirklich sehr guter Zustand. Ja, freut mich, dass ich das bei Tauschticket ergattert habe. Beim nächsten E-Book handelt es sich um eine Art Buchtipp von der lieben Becky. Die hat mich auf einen E-Book-Deal hingewiesen zu einem Buch, das echt toll klang. Und zwar ist es der erste Teil der Highland Hope-Reihe, ein Bed and Breakfast für Kirkby. Und zwar ist das von Charlotte McGregor. Und ja, es klingt sehr gemütlich nach einem Bed and Breakfast. Ich glaube, es war Schottland, wenn es nicht Irland war. Und es hatte so ein bisschen den Titel auch, dass es wohl Redwood trifft auf Gilmore Girls oder irgendwie so. Und das hatte es für mich sehr. Jetzt bin ich ein kleiner Fan der Gilmore Girls, zumindest von den ersten, ich glaube, 4 Staffeln. Danach hat es für mich ja so kontinuierlich so ein bisschen nachgelassen. Aber das Gefühl von diesem Städtchen und auch Redwood fand ich eine ganz tolle Bücherreihe. Und das jetzt so ein bisschen hier, ja, anders angesiedelt. Ich glaube, es war Schottland, aber vielleicht war es auch Irland. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Das hat mich sehr, sehr angesprochen. Und der E-Book-Deal war, ich glaube, 3,99, wenn ich mich nicht täusche. Und es wird eine Reihe, soweit ich das gesehen habe, von 4 Teilen. Und die nächsten Bände sind auch schon angekündigt. Und ja, da freue ich mich aufs gemütliche Lesen. Dann tatsächlich jetzt auch im kommenden Frühling, Sommer, und bin da sehr, sehr gespannt. Etwas düsterer ist dann der 3. Teil der Chroniken von Alice Dunkelheit im Spiegelland von Christina Henry. Das ist der 3. Teil, der sich um Alice sozusagen dreht. Man darf hier aber wirklich überhaupt keine Alice im Wunderland irgendwie erwarten. Auch nicht die Alice, die man da irgendwie kennt. Wir haben hier eher eine Weitererzählung der Geschichte von Alice, nämlich Alice, als sie zumindest zu Beginn des ersten Teiles ja in einer Irrenanstalt ist, und das wird niedergebrannt oder brennt nieder, und sie kann aber mit Hatcher, einem Axtmörder, flüchten. Und dann begeben wir uns irgendwie schon in diese Richtung, die man von Alice vielleicht irgendwie kennt. Allerdings sind diese Charaktere, die wir eben zum Beispiel als den Hasen, das Kaninchen und so weiter kennen, sind dort eben eher düstere Männer,
Es hat wirklich nichts mit dem eigentlichen Alice im Wunderland zu tun, aber es führt die Geschichte eben sehr düster, sehr brutal, sehr dunkel weiter. Wir haben hier definitiv eine sehr darke Fantasy, möchte ich sagen, und Brutalität ja, kommt hier auch nicht zu kurz. Mir haben Band 1 und 2 im letzten Jahr sehr, sehr gut gefallen. Der dritte Band ist keine Fortsetzung, sondern beinhaltet 4 Kurzgeschichten, Novellen, da ist mir die Grenze immer nicht ganz so klar, so von rund 80 bis 100 Seiten pro Geschichte, die, zumindest soweit ich jetzt bin, das sind 3 Geschichten von 4, noch nicht für mich so einen richtig erkennbaren roten Faden haben, die sich aber irgendwie mit dieser Welt ja, schon wieder zuträglich sind. Ich wollte einfach wissen, wie es eben weitergeht und ja, musste dann natürlich der dritte Teil auch einfach her. Habe ich mich auch sehr gefreut, als ich das vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und da werde ich, denke ich, jetzt in der nächsten Bücherwoche auch drüber sprechen. Also schaut da gerne mal vorbei. Dauert ja gar nicht mehr lange bis Samstag. Und ja, man muss schon sagen, echt auch die Aufmachung der Bücher, also ist richtig toll. Und es ist ja dann auch, ich glaube, für Juni ja, die Chroniken von Peter Pan angekündigt. Altraum im Nimmerland, hier ist dann auch schon die Rede von die Chronik der Meerjungfrau und dann auch ja, Allein im tiefen, tiefen Wald, das Rotkäppchen. Und ja, Rotkäppchen mag ich ja an und für sich nicht, aber bei Christina Henry könnte ich mir das gut vorstellen. Vielleicht ist dann am Ende ja nicht mehr der Böse, der Wolf, sondern der Jäger, der ihn irgendwie aufschneidet. Das fand ich als Kind ganz widerlich. Aber ja, werdet ihr auf jeden Fall in der nächsten Bücherwoche dann mehr dazu sehen. Dann habe ich über die Agentur Mein Wunder ja, eine Projektanfrage bekommen und habe mich sehr gefreut, dass ich für eine Art Rezensionsexemplar ausgewählt wurde. Mein Wunder macht ja sonst auch immer sehr große Kampagnen. Ich habe diesmal einen coolen Blog und eben auch das Buch zur Verfügung gestellt bekommen. Bin also nicht der Teil dieser größeren Kampagne, ja, sondern eben jemand, der trotzdem ein Rezensionsexemplar bekommt. Wie soll ich das erklären? Ja, ist mir auf jeden Fall zur Verfügung gestellt worden und ich freue mich da sehr, sehr, sehr drauf. Es ist Be Rich von Christina Isabella Kaiser, wie du inneren und äußeren Reichtum lebst. Und man hat hier im Grunde einen Ratgeber, eine Inspirationsquelle. Es gibt ein kostenloses Workbook, ich glaube zum Runterladen, richtig. Und es geht hier tatsächlich so ein bisschen um eine Erkundungstour in das Innerste und holt die wahren Gründe ans Tageslicht, weshalb du noch nicht an deinen Herzenszielen angelangt bist. Und dieses Rich steht für reinige dich von deinen Alltagszwängen, öffne dich deinem inneren Reichtum, nutze die Chance und lebe die Erfüllung auch im Außen. Und das kann nur funktionieren, wenn du auch ins Handeln kommst. Das ist eben dieses Rich. Und ich freue mich da sehr. Ich mag solche Impulse sehr, sehr gerne, einfach mal so ein bisschen zu reflektieren, in sich hineinzuhören, wirklich nach ein bisschen diesen Warum-Fragen, ja, sich damit zu beschäftigen. Und ich freue mich da hoffentlich auf neue Impulse. Bin da auch schon sehr, sehr gespannt. Möchte das Buch jetzt auch Anfang Mai beginnen, weil alles neu macht der Mai. Ich finde, das ist ein ganz guter Zeitpunkt. Und ja, es geht ja auch ein bisschen um Leichtigkeit. Es gibt Traumreisen, Meditation, Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Und ich bin neugierig, bin gespannt und sehr happy, dass ich da Teil, ja, dieser großen Kampagne in kleiner Form zumindest sein kann. Und ihr werdet da auf jeden Fall in der Bücherwoche noch mehr davon sehen. Dann habe ich wieder ein Buch bei Tauschticket ergattert, wo ich weiß auch gar nicht mehr so richtig, wo ich es gesehen habe. Ich glaube, ich habe es bei ein, zwei Booktubern schon mal gesehen und dann ist es mir, soweit ich weiß, bei Mr. Parnassus hinten empfohlen worden, weil es da jetzt eine Neuauflage gibt. Und hätte ich aber geahnt, dass das so ein Wälzer ist, hätte ich wohl doch eher zum E-Book gegriffen, aber ja, vielleicht gibt es das ja sogar als Hörbuch, man weiß es nicht. Und zwar ist es der Auftakt ja, einer Reihe, und zwar der uralten Metropolen. Und zwar ist das Lysidas, ich spreche es zumindest so aus, von Christoph Marcy. Und er öffnet hier das Tor zu einer fantastischen Welt. Und ich glaube auch, es gibt, glaube ich, da 3, 4 Teile. Was habe ich hier hinten? Lilith, Lumen, Somnia, Fabula und Nimmermehr. Wobei, das, ich weiß jetzt gar nicht, ob das alles zusammenhängt ist oder ob das nur die Bücher von Christoph Marcy sind. Ich bin da noch nicht ganz eingestiegen, habe es bei Tauschticket eben ertauscht, in einem sehr, sehr guten Zustand. Das Lustige war, dass die es weggetauscht hat, hier in der Region wohnt und dann auch einfach gesagt hat, hey, bevor ich das in einen Brief packe, ich bin eh bald in deiner Nähe, darf ich es dir vorbeibringen? Und innerhalb von nicht mal 5 Stunden hatte ich dann das Buch. Also ja, so kann es manchmal auch gehen. Die Welt ist manchmal klein. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr so viel. Wir sind in London, es geschehen seltsame Dinge.
Und Emily hat eines Nachts Besuch von einer sprechenden Ratte, genau so war es. Und dann wird das Leben nicht mehr so sein wie zuvor, denn in Begleitung der Ratte sowie einer Elfen namens Maurice und es gibt noch den Alchemisten Wittgenstein, entdeckt Emily eine fantastische Stadt unter den Straßen Londons, die uralte Metropole. Ein dunkles, gefährliches Reich, in dem gefallene Engel hausen und antike Gottheiten über das Schicksal der Menschen walten. Ich freue mich drauf, es klingt mega und ich glaube, man merkt echt, ich bin in großer, großer Fantasy-Stimmung und ich freue mich da sehr drauf. Also so ein Wälzer ist dann tatsächlich für mich auch eher was für Urlaubszeiten oder für lange Wochenenden, die ja jetzt auch mit Pfingsten und so durchaus mal kommen, hat auch knapp 880 Seiten, wobei hier hinten, ja, 850 Seiten, dahin noch so ein Personenregister kommt. Wenn ihr das Buch kennt, schreibt gerne mal in die Kommentare, ist ja doch schon ein bisschen was älter und jetzt eben auch mit einer Neuauflage, ich weiß gar nicht, von 2004 und im Deutschen dann 2009. Ja, ich freue mich drauf, ich bin gespannt und ja, werde auf jeden Fall berichten. Dann ein Buch, das ich gesehen habe bei Paula von Reading Fox und ich glaube, es war in dem Video von Christine, wo es um Bücher geht, die einen irgendwie ja, so beschäftigt haben und nicht mehr losgelassen haben. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Und da hat sie von Garth Stein Enzo empfohlen, die Kunst, ein Mensch zu sein. Und es ist wohl ein Buch aus dem Blick eines Hundes und wie er die Menschen und deren Welt wahrnimmt und ja, was das über uns Menschen und unsere Welt auch so ein bisschen sagt. Es ist ein Philosoph auf vier Pfoten, denn Enzo möchte im nächsten Leben ein Mensch sein und rechnet damit auch ganz, ganz sicher. Und so beobachtet der kluge Hund nun auch die Welt um sich herum und er hat auch ein Vorbild, nämlich sein Herrchen Danny, der Familienvater, Rennfahrer und der zuverlässigste Freund ist, den ein Hund haben kann. Doch dann gerät Dannys Leben plötzlich aus den Fugen und es ist die Geschichte einer wunderbaren Freundschaft zwischen zwei echten Kerlen, von denen einer vier Pfoten hat. Und ich mag Tiergeschichten sehr gerne, egal ob in echter Form, also dass sie echt passiert sind oder eben ja in dieser etwas anderen Form. Und ich mag es auch immer mal wieder, wenn Geschichten aus dem Blick von Tieren erzählt wird. Das mochte ich ja bei der Katze des Dalai Lama super gerne. Und ja, ich erhoffe mir bei Enzo so ein bisschen was ähnlich Philosophisches und freue mich da, die Geschichte von einem Hund einfach mal zu erleben. Hoffe sehr, dass es nicht in diese Richtung geht, was bei David Zaphir mit diesen zwei Hunden irgendwie mir ja gar nicht gefallen hat. Also ich hoffe, dass es hier tatsächlich ein bisschen anders wird. Aber ich freue mich da sehr, sehr, sehr drauf. Ja, dann habe ich nach dem Hangout mit der lieben Becky mir das Lied der Grain als Hörbuch geholt von Leigh Bardugo. Ich habe ja auch die Serie Shadow and Bone komplett weggesuchtet und ich habe das Lied der Grain schon vor Jahren, als es erschienen ist, gelesen, habe mir meine Bücherwoche dazu angesehen und habe festgestellt, dass mir bis auf den Anfang, der mir schwierig erschien, das Buch unglaublich gut gefallen hat. Ich habe aber dann irgendwie diese Reihe aus dem Blick verloren und mit dem Beenden von Krisha wollte ich aber dieses Krisha-Verse nicht verlassen und stecke auch jetzt noch mitten in das Lied der Krähen. Das ist eine Dilogie. Der zweite Teil ist dann Gold der Krähen und wenn mir der erste Teil so weiter gefällt, wie er mir bisher gefällt, dann wird er wohl auch im Mai demnächst dann einziehen und gelesen werden. Und wir haben ja auch im Hangout beschlossen, dass wir dann King of Scars hören wollen, das ja einen Charakter aus Krisha weitererzählt. Dazu ist es aber wohl hilfreich, auf das Krähenlied sozusagen zu kennen, also die Krähenreihe. Und das wird nämlich gesprochen von Robert Frank, der uns ja im letzten Jahr so mit Nevernight begeistert hat. Meine Güte, da ja, merkt man, wie so von einem ins nächste ins andere. Und in dem Hangout waren wir ja sowieso sehr, sehr begeistert von Krisha, von dem Universum und waren ja noch voller Vorfreude der Serie, wo ich ja sagen kann, ich habe die am Wochenende weggesuchtet und mir hat die super gut gefallen. Und auch das Lied der Krähen umfasst im Grunde eine Gruppe von Krisha, die einen Auftrag bekommen, sich dann diese Gruppe bildet und diese Gruppe hat wahnsinnig tolle Charaktere, also humorvoll, sehr speziell und auch so das Miteinander und jeder hat so sein eigenes Ding, sein eigenes Päckchen, seine eigene Vergangenheit. Macht mir bisher großen, großen Spaß und ich vermute mal, dass ihr es dann jetzt auch in der nächsten Bücherwoche seht, weil ich habe schon das Ziel, das in dieser Woche auch weiterzuhören und ja, freue mich da auf jeden Fall dann auch auf den zweiten Teil, wenn das jetzt alles so bleibt. Dann ein Buch, was mir von einem lieben Freund zugeschickt wurde, weil er das irgendwie auf einem Grabbeltisch, sage ich jetzt mal, entdeckt hat und auch vorher angefragt hat, sag mal, wie viele Bücher, die nicht von Tolkien sind, aber über Mittelerde oder Hobbits hast du denn? Daraufhin bin ich zu meinem Mittelerde-Regal, habe ihm ein Foto geschossen und er hat gesagt, perfekt,
Mehr wusste ich erstmal nicht. Und ja, dann hat er mir ein Buch geschickt. Tolkiens größte Helden, wie die Hobbits die Welt erobern, herausgegeben von Bernhard Hennen, von dem ich ja auch schon irgendwas gelesen habe, aber es wieder verdrängt habe. Irgendwas mit Shakespeare. Ja, weiß ich nicht mehr. Und hier geht es eben um das große Geheimnis der Hobbits. Es ist ein einzigartiges Begleitbuch zum Kinoereignis, daher dementsprechend wahrscheinlich schon ein bisschen älter. Und es gibt eine Einleitung von Bernhard Hennen und es sind wohl verschiedene Geschichten, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ja, von Autoren, vielleicht die man sogar kennt, mir jetzt persönlich nicht so viel sagen. Also wir haben hier über Hobbits, die Lügen, sind das Licht im Labyrinth der Berge von Tarkil, die vielen Hobbits, der Scherge des dunklen Herrn, die Legende von Riesenock ohne Fehl und Tadel. Dann gibt es hier auch verschiedene Anmerkungen über die Stellung des Buches innerhalb der Fantasy. Dann hier eben auch Autoren, die einmal durchs Dorf und wieder zurück, das Vermächtnis der Halblinge, Back Again, dann hier von Kai Meier sogar, was dabei aus den Tiefen verließen, das Hobbit-Hörspiel. Und ja, ich bin sehr gespannt, was mich hier erwartet. Ich liebe dieses Universum und da kann man nie genug gelesen haben. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie dieser Bezug, welcher rote Faden sich hier dann irgendwie findet. Ja, dann eben zu meiner liebsten Welt rund um Mittelerde. Und das letzte Buch des Monats ist dann It's Now. Lesen, Fühlen, Arbeiten von Janina Kugel. So rum, Kugel. Und das Buch bin ich zwei, dreimal bei Instagram drüber gestolpert. Unter anderem auch ein Interview, was, glaube ich, direkt vom Verlag präsentiert wurde. Und ich fand diese Frau super interessant. Sie war Vorstand in der Siemens AG, hatte im Grunde über 380.000 Mitarbeiter, also knapp an die 400.000 Mitarbeiter, was ich super spannend fand. Und hat dann eben versucht, die Unternehmenskultur zu verändern. Im Sinne von, wir wissen eigentlich, wie die Menschen heute ticken, wie Arbeit heute tickt, wie wir das verstehen, verändern, anders machen können. Wir machen es zu wenig. Und das fand ich tatsächlich als Gedankengang super, super spannend. Gerade jetzt auch, wo hier einiges im Wandel ist durch ja, die Zeit, die wir jetzt eben auch das letzte Jahr haben, sei es Homeoffice und so weiter, einfach Veränderungen dahingehend. Und ich finde es spannend, dass da eine Frau ist, die diesen Wandel eben auch herbeiführt und was sie da für Gedanken hat. Also welche Impulse uns das Buch vielleicht gibt, nicht nur aus der Arbeitgebersicht, sondern natürlich auch aus der Arbeitnehmersicht, wie kann man Dinge für sich vielleicht auch einfach verändern. Und ja, ich bin sehr gespannt und freue mich da definitiv auf das E-Book und bin da auch sehr, sehr froh und dankbar, dass ich das vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ich habe alle Bücher, wie gesagt, unten in der Infobox drin. Da markiere ich auch, welches Buch ein Rezensionsexemplar ist. Schaut da gerne vorbei, auch wenn ihr mehr Infos zu den Büchern wollt. Das war es soweit mit den Neuzugängen. Dann ist noch ein Buch bei mir eingezogen, auch ein Geschenk von einer lieben Freundin, die gesagt hat, Mensch, ich habe das hier irgendwie übrig, magst du das haben? Es ist gefühlt noch neuester Zustand. Ich habe das Buch schon zweimal gehört. Ich habe es auch nur als Hörbuch-CD sozusagen hier und ich freue mich so, diesen Schatz jetzt in Händen zu halten. Und ja, es ist ein bisschen Tolkien-lastig jetzt hier im April. Es ist Rowarendum von J.R.R. Tolkien. Habe ich, wie gesagt, nur als Hörbuch und ich weiß gar nicht, irgendwie gar nicht als echtes Buch hier. Und es geht hier ja um den lustigen schwarz-weißen Hund, so war er, der leider keine Manieren hat. Und das kann gefährlich sein, besonders wenn ein Hexenmeister im Spiel ist. Und ja, der kleine Roman ist ja lange nicht veröffentlicht worden. Da kann ich auch dran erinnern, dass ich da schon mal drüber gestellt hat. Und die Geschichte gehört zum Schönsten, was Tolkien je geschrieben hat. Er selbst sah es als Folgeband zum Hobbit. Und kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, dass das irgendwie an den Hobbit vielleicht anschließt. Aber das muss ja auch tatsächlich gar nicht sein, weil es geht hier ja definitiv um Rowarendum und den Hund. Und er war klein und sehr jung. Sonst wäre er schlauer gewesen. Oh, das ist so schön. Ja, ich kriege auch direkt wieder Lust, da reinzulesen, reinzuhören. Ich müsste die Hörbuch-CD auch noch irgendwie auf dem Dachboden haben. Bei den Schätzen, die ich ja nie weggeben würde, die jetzt aber hier auch irgendwie keinen Platz finden. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich die Kassette... Waren sogar Kassetten? Es könnte sogar noch eine Kassette gewesen sein. Und gar keine CD. Und wahrscheinlich habe ich sie deswegen weg, weil ich gar keinen Kassettenplayer mehr habe.
So könnte es vielleicht auch gewesen sein. Aber ich freue mich jetzt, das Buch zu haben und ins Regal stellen zu können. Und ja, auch dieses kleine Büchlein, denke ich, werde ich demnächst mal wieder lesen. Und ja, bin da sehr happy, wenn Freunde da an mich denken und ja, mir kleine Aufmerksamkeiten auch mal zusenden. Und ja, das waren sie jetzt, die 20 Neuzugänge plus eins, das eben nicht auf dem Sub landet. Also doch, allerhand. Und ich habe definitiv auch keine 20 Bücher im April gelesen, aber ich mache mir da überhaupt keinen Kopf oder Gedanken oder irgendwas. Es ist, wie es ist. Und irgendwann werden die Bücher gelesen. Noch ist der Sub laut Lovely Books zweistellig und damit kann ich auch sehr gut leben. Mein Ziel war ja eigentlich so, an die 50 mal heranzukommen im Sub in diesem Jahr. Aktuell sehe ich das nicht, aber es gibt tatsächlich einfach Schlimmeres. Und ja, wenn man sich mit Büchern so ein bisschen die Seele streicheln kann, ist, glaube ich, auch alles gut. Ja, vielleicht kennt ihr ja das ein oder andere Buch schon. Könnt ihr mir sehr gerne in die Kommentare schreiben oder auch, welches Buch vielleicht zuletzt bei euch eingezogen ist. Fände ich auf jeden Fall auch sehr spannend. Und ja, warum ihr es euch vielleicht auch gekauft habt, lasst uns da gerne ein bisschen in den Austausch gehen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Lasst es euch gut gehen und dann bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.